Hallo ihr lustigen Weltraumstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Stars in Shadow. So, Dele, wir sind immer noch dabei hier. Oh, was bist du? Ein Exploration Vessel von irgendwem. Ich finde etwas über sein Schiff raus, aber sonst auch nichts. Okay. So, die haben jetzt hier was gebaut. Eigentlich könnte ich ihnen jetzt sagen, sie sollen jetzt einfach mal Search machen. Oder City Planning? City Planning ist, glaube ich, sehr viel vernünftiger, oder? Nee, City Planning ist doof, weil... ich glaube, die bekommen nämlich auf Dauer dann ein Problem. Bis jetzt erst 3 Millionen und die Nahrung geht schon zu Ende. Ich glaube fast, dass ich das scrappen muss. Um hier nochmal sowas hier zu bauen. Wir werden sehen. In einer Runde wissen wir auf jeden Fall mehr über unsere Forschung. Entschuldigung. Der kam etwas übereilt und überraschend für mich selber. Oh, hier kommt es ja noch ein bisschen. Forschung. Jetzt kann ich ja das kolonisieren. Das sehr schön. Ja, die sind nämlich jetzt ja mit ihrem Hungern. Das will ich allerdings nicht. Deswegen bauen wir sie die Farm. Dass das kein Problem darstellt. Ja, ich weiß, die einen hungern schon wieder. So, und jetzt haben wir hier erforscht. Bionomics. Das kann ich theoretisch auf einem Planeten Nahrung produzieren. Cloning. Food Replicators. Dafür brauche ich den Matter Transport. Hey, das ist cool. Doubles die Rate of Effective Synthesis Food Activity Converts. Matter Transport. Industrial Replicators. Food Replicators. Industrial. Brauche ich den Planet Construction. Matter Transport. Ja, Matter Transport brauche ich wiederum. Zero Point Energy und Force Fields. Was ist Zero Point Energy? Nanoscale Fabrication. Für Nanoscale Fabrication brauche ich Duranium Construction. Okay. Dann machen wir jetzt einmal diese blöde Duranium. Dingenskirchens. So, ihr habt jetzt hier eure schöne grundlegende Situation aufgebaut. Ich baue jetzt hier euch noch einen Markt hin, der euch hoffentlich große Freude bereitet. Hier habe ich einen Teil meiner Flotte. Den anderen Teil meiner Flotte. Ja, die Schlagkraft ist jetzt nicht gleich, aber ich glaube, sie ist ausreichend. Eigentlich wollte ich ja da oben diese Viecher wegknallen, aber jetzt habe ich da ein anderes Problem mit diesen anderen Viechern, die ich leider nicht erreichen kann. Ja, die verhungern schon wieder, mein Gott. Ja, ich weiß also, welche verhungert sind, kann ich nicht ändern. Order restored, sehr gut. Jetzt sind wir endlich mal auf positivem Level hier. Und hier kann ich wieder bauen. Jetzt bin ich am Überlegen. Ah, jetzt kann ich einfach Food synthesizen. Vor allem synthesizen. Das sieht voll lecker aus, oder auch nicht? Okay. Ich glaube, ich baue nochmal. Also, ich habe jetzt wahnsinnig viel von dem Zeug hier. Aber das wird auch mit der Zeit halt auch weggehen, ne? Nicht vergessen, das geht halt auch weg. Wie Kekse. Ist so doof, dass diese Planeten arm sind. Man könnte höchstens Wissenschaftsplaneten draus machen. Ja, ich war gerade im Grübeln, ob ich da was machen soll, aber nö. Wollte überlegen, ob ich da ein Kolonieschiff bauen sollte, aber nicht auf dem Planeten, wo ich so wenig habe. So, wir haben wieder geforscht.
Dadurch können wir jetzt theoretisch Fleet Logistics machen und Hardened Bunkers. Was ist denn das, Hardened Bunkers? Dafür brauche ich allerdings noch die Miliz. Und die Miliz brauche ich noch Defense Grid. Und Defense Grid brauche ich noch Boarding Tactics. Okay. Dann machen wir nochmal Boarding Tactics. Ist in zwei Turns erledigt. Ja, ich weiß, dass unser Minenplanet hat wieder Nahrungsmittelprobleme. Contact established mit... Wer seid ihr denn? Greetings and felicitations, traveler. I am Magnat Arabo and I speak for the Fidi of Tendeau. What may I do for you? Formale diplomatische Beziehungen wären, glaube ich, ganz gut. So, die haben hier Violence is not an answer. Your productive economy makes you an attractive trading partner. We should have a trade charter. Yeah. Machen die sehr, sehr gerne. Ein Forschungsabkommen wäre teuer. Aber mache ich mit denen. Das finden die, glaube ich, ganz cool. Open Ports geht nicht. Okay, aber wir haben jetzt ein Handelsabkommen und ein Forschungsabkommen. Das ist doch cool. Und dadurch habe ich jetzt hier noch Seralta kennengelernt. Der hat Mineralienreichtum. Was ist denn das? Das ist mineralienreich, aber hat Opelkristalle. Ah, und da wohnen die in großer Zahl. Alles klar. Und damit haben wir jetzt hier wieder geforscht. Die militärische Doktrin, das kann ich Defense Grid machen. Was macht Defense Grid? Increase the number of defense construction sites um 1. Ah, das ist nämlich das, was wir noch gar nicht hatten. Deswegen konnte ich ja noch keine defensive Gebäude bauen. Request from the Fidi Combine. Greetings, Kagan Vander. Due to the tragic mining accident, wir haben immer irgendwie ein tragic mining accident. Und Tendeau, our nation finds itself in a crisis. Ja, ja, ihr könnt das haben. Open ports. Nee, das mache ich noch nicht. Das hat das letzte Mal so. Das letzte Mal kamen die vorbei und dann gab es Krieg. Weil sie vorbeigekommen sind. Gefühlt deswegen. So, dann. Das ist jetzt ja das Neue. Das würde bloß 1000 Jahre dauern, das zu bauen. Deswegen mache ich jetzt erstmal eine Factory. Die dauert eh schon 45 Runden, um die hier zu bauen. Nee, dafür gebe ich gar nicht. Also 45 Runden ist mir zu lang. So. Jetzt haben wir immerhin hier eine Arbeitskraft von 15. Jetzt würde es nämlich nur noch 20 Turns brauchen, um so eine zu bauen. Ist trotzdem lange genug. Ein Lab. Ich baue ein Lab. Die wollen schon wieder irgendwas. I suggest that we form an open ports agreement. Na gut. Was, time to end this war? Warum habe ich Krieg mit denen? Das muss ein Bug sein. Also sorry, das muss ein Bug sein, dass ich dadurch jetzt plötzlich einen Krieg habe. Das macht ja mal gar keinen Sinn. Okay, also jetzt. Die finden mich jetzt ganz toll. Komisch. Das habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht verstanden, warum ich mit denen das Krieg gehabt haben soll. Ja, wie gesagt, ich bleibe bei meinen Light Cruisers. Ich kann mir das ja leisten. Fliegst da hoch. Die wohnen also hier oben. Da haben anscheinend jetzt hier die anderen hier weggebombt. Ich frage mich ja, was ich machen muss, um endlich mal
denen hier aufs Dach steigen zu dürfen. War declared. Was? Also ganz im Ernst, das ist sowas von sinnlos, wie die KI hier agiert. Eine friedvolle KI, das ist eine friedvolle Rasse, das haben wir ja durchgelesen gehabt. Wir hatten ein super Standing mit ihnen, wir haben gerade eben erst den Krieg mit ihnen beendet. Wir haben sehr, sehr viele Sachen mit ihnen gehabt und die erklären uns jetzt einfach so den Krieg. Einfach so. Das macht schlicht keinen Sinn. Diese Aktion. Das ist schlicht sinnlos. Ich muss meine Flotten sammeln, um denen auf die Fresse zu hauen. Ich habe gerade eben 100 Punkte ausgegeben, um einen Krieg zu beenden, den ich nicht angefangen hatte. Also ein bisschen buggy scheint das Spiel zu sein. Oder es sind irgendwelche Dinge, die ich nicht erkannt habe. Das macht auf jeden Fall keinen Sinn. So, hier kann ich jetzt nochmal eine Raumstation bauen. Die 14 Turns braucht, aber das ist okay. Hauptsache ich habe sie dann, die kann ja schießen. Wie lange braucht das hier? 110 Turns. Na, dann sage ich mal ein Danke, aber nein, danke. Dann baue ich ja lieber noch meine Factory. Das geht erstmal deutlich schneller. So. Halt, Moment, ich kann was anderes bauen. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Jetzt kann ich nämlich das hier bauen. Ich habe nämlich jetzt hier so 300 Turns, willst du mich verarschen? What the heck? 300 fucking Turns? Okay. Jetzt können wir erstmal andere reden. Also Boarding Tactics haben wir jetzt gemacht. Es leads to Militia. Militia macht was? Militia sorgt dafür, dass die Harden in Bunkers machen können. Das ist die Combat Strength of Infantry Units von 1 zu 2. Ja, finde ich gut. Ja, wir haben schon wieder mal Nahrungsmittelprobleme. Kann ich nicht ändern. Also, dass wir jetzt diesen Krieg haben, ganz im Ernst, verstehe ich nicht. Macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Das hier kostet jetzt uns 30 Turns. Das will ich auch machen, denn wir haben gerade eben multiple Kriegssituationen. Meiner Meinung nach ein solches Verhalten absolut rechtfertigen. Wir müssen jetzt hier von Research weg. Wir bauen jetzt das hier für 9 Turns. Ihr seid hier immer noch am Meinen. Ihr müsst jetzt euch auch hier erstmal verteidigen. 16 Turns. Die bauen jetzt hier eine Starbase. Ihr macht Research. Das ist theoretisch schön, praktisch gerade nutzlos. Wir bauen immer noch einen Light Cruiser. Das gehört nicht mir. Planetary Defense. Lab. Ja gut, Nahrungsmittelknappheit ist halt Nahrungsmittelknappheit, ne? Wie gesagt, nach... Oh, die kommen jetzt hier an mit dem Schiffilein. Das möchte ich doch hier den hier... Oh, was ist das? Exploration Vessel. Die wollen halt gucken, was ich da habe, ne? Contact established. Wer seid ihr denn? Das kostet jetzt 50. What is this? Aliens? Fascinating. I am Ten Chels, Director of the Orthon Conference. Who and what are you? First Impressions plus 21. Your technology is unimpressive. Ja. Ich mache jetzt trotzdem das hier. Versuche mit denen jetzt hier direkte diplomatische Kontakte mal aufrechtzuerhalten. Die wohnen aber weit weg.
Galactic Council. There is a pending vote for an universal ruler. Ah, jetzt hat das hier angefangen, genauso wie bei Mars of Ryan auch. Kaga, the Galactic Council has convened to elect a supreme counselor. To be elected, a candidate must receive 2/3, also 17 of the total votes. Von 26. For whom will you cast our 6 votes? Für uns selber. Natürlich. Ja, jeder hat erstmal für sich selber gestimmt. Das war irgendwie zu erwarten. Das Lustige ist, dass wir tatsächlich zusammen mit den anderen hier zu den stärkeren Rassen gehören, zumindest was die Dinge angeht. Okay. If nothing else, this council should make clear who are our friends and who is the great need of being conquered. Okay. Zu wissen. Also hier ist nichts passiert. Du hast no leader elected. Alles klar. Wer ist denn das überhaupt? Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Sind das diese scheiß Grünlinge? Nee, das sind gar nicht die Dinge. Das heißt, ich greife die auch nicht an. Wer auch immer das ist, ich greife sie nicht an. So, jetzt habe ich hier diese Defense. Praktisch. Panzer. Und hier. Hier habe ich schon 4 Panzerbrigaden. Mach daraus noch eine, 5. Das ist ein einzelnes Schiff. Das, halt, dieses einzelne Schiff schicke ich mal darunter. Wo habe ich denn hier meine... Das sind keine Truppentransporter. Das sind ganz normale Transporter. Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich... Halt. Ach, jetzt habe ich es nicht ausgewählt. Die sollen da hoch. Ich will die gar nicht da in dieser normalen Situation haben. Hatte ich nicht irgendwelche Truppentransporter schon mal gebaut? Ich glaube nicht, ich habe nur normale Transporter gebaut, ne? Muss ich in der Zukunft mal ändern. We don't have enough transports. Ich frage mich echt, was ich machen muss für diese Transports. Dass diese Transport das eigentlich schon machen müssen. Aber sie tun es anscheinend nicht. Oder ich muss irgendwie noch gezielt extra irgendwelche Reiserouten einfügen. Das kann natürlich auch sein, aber das hat mir das Spiel das nicht erklärt. Gut, das Spiel hat mir bis jetzt ohnehin nicht besonders viel erklärt. Nochmal ein Truppentransporter. Ist jetzt schon wieder eine theoretische Schlacht am Laufen. Da oben. Die greifen jetzt an. Wie ungünstig. So, wir bauen jetzt das da. Ich habe jetzt hier einen Teil meiner Flotte. Ich versuche da mal dazwischen zu gehen. Ach du Scheibenkleister! Ah, das ist aber mal eine ordentliche Menge an Schiffen. Ach, die gehen einfach. Die haben gar nicht angegriffen, oder? Doch, haben sie. Sie haben es zerstört einfach so. Die haben aber ganz schön Truppen, ey. Scheiße, ey. Hardened Bunkers. All ground units have a structure. Okay. Ja, also dadurch kann ich verhindern, dass ich eventuell zu hart angegriffen werde im Nahkampf. Escort Cruisers. Heavy Hulls.
Miniaturisierung. Advanced Destroyer. Magazine Base. Torpedo-Zerstörer. Bombe. Ach, das kostet nur zwei Turns. Okay, wir haben echt... Also das ist gerade eben extrem krass, wie das hier abläuft. Ich brauche hier eigentlich jetzt hier überall Verteidigungsanlagen. So viele wie geht. Die sind ja richtig tough unterwegs, diese kleinen Mistviecher. Ich brauche deutlich mehr Raumschiffe. 23 Turns. Ah ne. Ich mache erstmal das hier, das kostet nur 16 Turns. Kostet halt auch alles Unterhalt, ne? So, und wir können wieder forschen. Sehr gut. Das war auch wieder mal so ein Endteil. Da konnte ich gar nicht irgendwie weiter noch mich hinführen lassen. Heavy Missiles. Miniaturisierung führt zu Heavy Lasers, Heavy Drivers, Heavy Missiles. Multi-Roll Fighters. Containment Field. Warp Harmonic. Ich mach mal das da. Oder ist es das hier? Mich würde halt interessieren, wie ich mal weiter irgendwo hinspringen kann. Das ist momentan so mein Hauptproblem. Deswegen mache ich jetzt mal die Hyperspace Matrix. So, dann haben wir jetzt das hier. Die Raumstation ist auch noch nicht gebaut. Wir müssen hier echt was tun, ey. 9 Turns für das hier oder 13 Turns für das hier. Ich mache mal das hier. So. Okay, liebe Leute, das war's dann auch schon wieder. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade.